Hi Leute und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den eigentlich wichtigsten Filter in der Fotografie, aber auch vor allem in der Videografie, nämlich um den CPL-Filter oder auch genannt Circular Polarizing Lens. Aber was ist das eigentlich genau und warum solltest du den auch unbedingt in deiner Ausrüstung mit dabei haben? Darum geht's in diesem Video. Legen wir los. Ein CPL-Filter oder auch Polfilter genannt, ist ein spezieller Filter, der auf das Objektiv einer Kamera geschraubt wird. Sein Hauptzweck: er reduziert Reflexionen wie auf zum Beispiel Wasser und Glasflächen. Dadurch erhältst du ein kontrastreicheres und gesättigteres Image, was halt im Endeffekt einfach cooler aussieht. Und da es halt auch wirklich gut für Wasser geeignet ist, wird es sehr, sehr oft in der Landschaft oder Naturfotografie verwendet. Das seht ihr dann irgendwie, wenn man dann nah an einem Wasser fotografiert und das Wasser ist auf einmal durchsichtig, obwohl da eigentlich Spiegelungen sein müssten. Dann könnt ihr sicher sein, dass da ein CPL-Filter verwendet wurde. Aber wie funktioniert jetzt so ein CPL-Filter genau? Ehrlich gesagt kann ich euch das auch nicht genau sagen. Für mich ist das immer noch schwarze Magie. Ich kann euch nur sagen, dass der CPL-Filter bestimmte Lichtwellen blockiert, die von Oberflächen reflektiert werden. Und er lässt halt nur das Licht durch, was von dem Objektmotiv halt kommt und erzeugt halt somit ein kontrastreicheres Image. Was ich euch aber noch erzählen kann, sind zwei verschiedene Arten des CPL-Filters. Es gibt nämlich einmal den linearen und den zirkularen Filter. Der lineare, kann ich euch sagen, der war früher bei der Spiegelreflexzeit noch ein bisschen mehr vertreten. Er hat im Grunde genommen genau den gleichen Zweck erfüllt wie der zirkulare Filter, aber er war halt nicht so gut für halt die Autofokussysteme und halt nun mal den die Belichtungsmesser der Kamera. Das hat das irgendwie so ein bisschen gestört. Und da man heutzutage ja nicht ohne Autofokus leben kann, hat man dann den zirkularen Polarfilter erfunden und der ist dann auch für Kameras mit Autofokus oder Belichtungsmesser dann wirklich auch gut geeignet. Das, was ich mich jetzt am Anfang noch gefragt habe, ist, wenn er jetzt den Autofokus behindert, kann der dann trotzdem besser sein als der zirkulare Filter, dass der mehr Reflexionen blockiert? Von den Websites, die ich mir jetzt durchgelesen habe, kann ich nur sagen, ja, vielleicht gibt es kleinere Unterschiede, aber eigentlich nicht, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also solltet ihr euch, wenn ihr eine einigermaßen aktuelle Kamera habt, einen zirkularen Polarisationsfilter kaufen, wenn ihr halt dieses Autofokussystem nicht stören wollt. So, aber warum sollte man jetzt einen CPL-Filter nutzen? Und wie auch gerade schon erwähnt, erhöht den Kontrast. Vor allem für Landschaftsaufnahmen, denn der Himmel kriegt dadurch ein tieferes Blau, das Grün der Bäume wird auch etwas intensiver und auch die Wolken heben sich dadurch klarer hervor. Hier siehst du jetzt mal einige Beispiele mit und ohne CPL-Filter. Aber ich möchte dir auch noch ein paar Tipps mitgeben, denn ein CPL-Filter ist nicht nur ein Filter, den schraubst du einfach an ein Objektiv und alles ist prima so. Nein, du musst halt nur mal den Winkel selber einstellen. Du kannst selber entscheiden, welche Reflexionen halt weggemacht werden oder ob du sie sogar ein bisschen verstärken willst. Das ist dir überlassen. Hier nochmal ein Hinweis: bei starkem Sonnenlicht ist der Filter am effektivsten. Also da siehst du am klarsten die Ergebnisse. Und es gibt auch noch einen Punkt, den ich dir unbedingt mitteilen möchte. Denn so ein CPL-Filter ist wie gesagt ein Filter, den du an ein Objektiv schraubst. Und damit hast du natürlich dann auch so ein kleines abstehendes Glas wieder und halt so ein Plastikelement außen an deinem Objektiv. Und wie es halt nun mal so ist, Weitwinkelobjektive, die fangen halt dann auch nur mal diesen Plastikring mit an. Und so kann es dann auch mal sein, dass du dann eine stärkere Vignette bekommst, wenn du mit einem Weitwinkelobjektiv dann filmst oder halt fotografierst. Aus meinen Erfahrungen mit einem magnetischen CPL-Filter, ich habe mir einen übrigens von K&F Concept gekauft, einen Nano X Magnetic CPL MRC 82mm. Und da ist es sogar eigentlich noch schlimmer, denn ich habe zwei Elemente, die ich auf mein Objektiv packe. Nämlich einmal diesen magnetischen Adapter, den ich erstmal auf das Objektiv packe und dann für immer drauf lasse. Und dann halt, wie gesagt, nochmal diesen Filter, den ich dann einfach nur noch dann drehen muss. Also wie gesagt, für richtig weitwinklige Aufnahmen ist der eigentlich nicht so geeignet. Oder ja, ist er geeignet, aber ihr müsst dann halt einfach mit einer stärkeren Vignette rechnen. So, das war eine jetzt kritische Situation, wo man noch sagen konnte, ja, okay, man kann jetzt nicht mit einem Weitwinkel fotografieren, aber wo sollte man denn vielleicht vollkommen die Nutzung eines CPL-Filters vermeiden. Zum Beispiel, wo das Licht insgesamt schon beschränkt ist. Denn so ein CPL-Filter, kann ich sagen, ist auch halb ein ND-Filter, denn er verdunkelt gleichzeitig auch das Image. Es kann also auch mal sein, dass der CPL-Filter dann 1 bis 2 blenden Lichtstufen dann wegnimmt, die du dann einfach dann mit der Belichtungszeit oder dann halt mit dem ISO dann korrigieren musst. Für das Filmen ist das eigentlich egal, denn man hat sowieso immer zu viel Licht zur Verfügung, was man dann entweder mit einem ND-Filter dann lösen muss oder dann halt mit der Verschlusszeit. Das stört
filtern, so ein CPL-Filter nicht, aber halt für die Fotografie im Dunkeln oder halt auch Videografie im Dunkeln, wenn es schon wirklich sehr, sehr dunkel ist. 1 bis 2 Lichtstufen sind am Tag meistens sowieso egal und ihr könnt das dann auch super nutzen. Meine Tipps, die ich euch jetzt noch mitgeben kann, ist, es sieht super aus beim Filmen. Zum Beispiel bei mir gerade, ich nutze hier gerade auch einen CPL-Filter und ihr seht jetzt auch gerade, das Image wird direkt viel zu hell und ist gerade überbelichtet. Wenn ich den jetzt wieder drauf tue, ist er wieder richtig belichtet und aber auch, vielleicht seht ihr es, das Image wird ein bisschen anders im Weißabgleich. Das finde ich bei mir gar nicht schlimm, denn ich finde, den Weißabgleich kann man noch später im RAW super noch verändern oder wenn ich mit S-Log3 filme, ist das gar kein Problem. Es wäre aber ein Problem, wenn es einen Stich geben würde, so einen Farbstich. Das wäre dann ein Problem. Da solltet ihr dann einfach vermeiden, einen richtig günstigen CPL-Filter zu kaufen. Einfach jetzt kein 20€ CPL-Filter von Amazon. Dann solltet ihr dann aber diese Probleme auch nicht haben. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Anwendungsfällen. Also wie gesagt, bei so welchen Videoaufnahmen finde ich den einfach super. Denn momentan habe ich ja eine sehr große Softbox hier gerade vor mir stehen. Und normalerweise würde ich jetzt dann hier mehr Highlights haben. Auf einmal so irgendwie so leuchtende Flecken hier, was halt nicht so gut aussieht. Diese leuchtenden Flecken sind auch Reflektionen, die halt durch meine kleinen Fettpartikel auf meiner Haut halt nun mal entstehen. Diese Reflektionen werden jetzt durch diesen CPL-Filter reduziert, was dann halt irgendwie wieder schöner aussieht. Wofür man diesen CPL-Filter auch nutzen kann, ist für Autoaufnahmen. Da kann man dann zum Beispiel störende Reflektionen auf den Fenstern oder an der Seite wegmachen, wenn man die nicht haben will. Man kann es natürlich auch übertreiben mit der Nutzung davon. Man sollte also aufpassen, denn Reflektionen können auch wirklich zum Bild mit beitragen bei Autoaufnahmen. Und halt wie gesagt nochmal zum letzten Anwendungspunkt, Wasser oder Glas. Auch hier einfach wunderschön, falls man halt einfach ein kontrastreicheres Image haben will. Fazit: Solltet ihr euch so einen Filter kaufen? Ich denke ja. Man kriegt hier für 85€ einen wirklich neuen Bildeffekt, den man sonst nicht erzeugen könnte mit einem neuen Objektiv. Normalerweise, denke ich jetzt mal so. Ich würde euch jetzt nur noch einen magnetischen CPL-Filter empfehlen, denn vielleicht kennt ihr es auch schon von ND-Filtern. Man muss sie halt dauernd ständig doof ranschrauben, was dann halt nervig ist und zeitaufwendig. Magnetische sind da einfach am einfachsten. Kauft euch hierfür am besten den größten Filter mit dem meisten Durchmesser, bei mir jetzt 82mm. Und falls ihr dann noch Objektive habt, wie zum Beispiel das 50mm 1.8, kauft euch dann einfach Step-Up-Ringe, die gibt es dann für 10€ auf Amazon. Und dann könnt ihr dann den gleichen Filter an allen Objektiven nutzen, was ich grandios finde. Das war es jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.